Willkommen, liebe Roboterfreunde, und ein erfolgreiches, schönes und gesundes neues Jahr 2019. 2019 wird ein spannendes Jahr für die Robotik. Ich habe mich schon ein bisschen umgehört und ich habe 6 Firmen rausgefunden, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, wenn es um das Thema Robotik geht. Und so viel sei vorab schon mal gesagt, es sind nicht die üblichen Verdächtigen. Schön, dass Sie wieder reinschauen hier bei Next Robotics, Ihrem Kanal für Roboter im professionellen Einsatz, Industrie, Gewerbe oder auch Handwerk. Falls Sie zum ersten Mal da sind, denken Sie vielleicht darüber nach, den Kanal zu abonnieren, denn hier gibt es regelmäßig Neuheiten rund um Roboter für Profis. Heute habe ich mal was Besonderes rausgesucht, und zwar Firmen, die in diesem Jahr 2019 die Roboterbranche stärker beeinflussen werden. Wir fangen nämlich gleich mal an mit Amazon oder Amazon. Ja, genau. Die, bei denen man ständig was bestellen kann. Die haben eine Hardwareabteilung, das Lab 126, die eben an Hardware basteln, beispielsweise an Amazons Alexa, dem Sprachassistenten. Die bringen wohl was Neues raus, eine Art Haushaltsroboter. Das Gerät soll Vesta heißen, und man spekuliert, dass es eine Art Alexa auf Rädern sein könnte, die im Haus unterwegs ist, auf Sprachenbefehle reagiert und womöglich auch das eine oder andere Nützliche tun kann. Spannend ist, tatsächlich soll dieses Gerät noch in 2019 auf den Markt kommen. Außerdem gibt es ja bei Amazon auch noch AWS, den Amazon Web Service, also im Prinzip den Cloud-Dienstleister von Amazon. Amazon ist ja einer der größten Cloud-Anbieter weltweit. Und die haben jetzt ein Konzept auch noch auf die Beine gestellt, das nennt sich RoboMaker. Das ist eine spezielle Cloud-Anwendung oder Cloud-Anbindung für Robotikanwendungen. Das setzt wohl auf ROS, auf dem Open-Source-Betriebssystem, auf und ermöglicht die Verbindung von dem Robotik-Betriebssystem direkt in die Amazon Cloud, um dort dann Machine Learning, Analytics und ähnliche Geschichten durchführen zu können. Die nächste Firma, die Sie im Auge behalten sollten im Jahr 2019, ist Boston Dynamics. Sie kennen vielleicht Boston Dynamics, wenn Sie es vom Namen her nicht kennen, haben Sie aber wahrscheinlich schon mal, wenn Sie sich für Roboter interessieren, diese zweibeinigen humanoiden Roboter gesehen, die tatsächlich springen, laufen, Treppen steigen können, oder auch diese tierartigen, wie so ein Muli-Esel oder wie ein Hund aussehenden Geräte, die durch die Gegend laufen und wirklich schon erstaunlich gut funktionieren. Das Erstaunliche ist ja, Boston Dynamics gibt es schon seit 1992. Und im vergangenen Jahr in Aachen auf dem IFK, dem Internationalen Fluidtechnischen Kolloquium, hat Aaron Saunders gesprochen, der Vice President für den Bereich Hardware Engineering bei Boston Dynamics. Und der hat damals, das fand ich ganz faszinierend, gesagt: Nein, wir haben eigentlich noch nie einen Cent Geld verdient mit unserer Firma. Das ist ein reines Forschungsprojekt gewesen. Umso spannender ist es, dass sie in 2019 erstmals ein Produkt für den Markt anbieten wollen, ein Gerät, das sie wirklich verkaufen. Es handelt sich um Spot. Spot, das ist dieser Roboter, vielleicht haben Sie ihn vor kurzem erst gesehen, der so schön Uptown Funk tanzt. Also richtig, der macht das richtig gut. Der hat natürlich auch einen praktischen Einsatzbereich. Es gibt da ein Video, wo man sieht, wie er durch eine Baustelle durchläuft und die Baustelle inspiziert. Der hat dann vorne in seinem Mund, wie man es nennen möchte, noch eine Kamera und schaut dann im Prinzip irgendwelche Schweißverbindungen oder Ähnliches an und kann damit Inspektionsaufgaben übernehmen. Dieser Spot soll nun in 2019 als Spot Mini, also etwas kleinere Version, verkauft werden tatsächlich. Es steht meines Wissens noch kein Preis fest, aber Boston Dynamics plant schon mal 100 Stück in diesem Jahr 2019 zu verkaufen. In den folgenden Jahren sollen das dann eher auch 1000 Stück werden. Mal sehen, ob es tatsächlich bald mal so ein Gerät wirklich zu kaufen gibt. Beim nächsten Unternehmen, das auf meiner Liste steht, wäre ich eigentlich selber nie drauf gekommen, dass die was mit Robotern zu tun haben. Es handelt sich nämlich um Facebook. Ja, genau, Facebook. Warum haben die was mit Robotern zu tun? Naja, das ist im Zweifel nur eine Vermutung, aber sie stellen eindeutig, das sieht man in den Stellenanzeigen, Roboter-Spezialisten ein. Jetzt sagt Facebook selber, naja, das machen wir nur, damit wir Talente im Bereich Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz an uns binden, dass die uns interessant finden und bei uns eingestellt werden. Aber da fragt man sich natürlich, Facebook ist einer der weltgrößten Technologiekonzerne. Haben die ein Problem, Talente zu finden und einzustellen? Ich bin skeptisch. Und was noch dazu kommt, die haben im vergangenen Jahr, in 2018, ein Patent veröffentlicht, wo es um einen Telepräsenzroboter geht. Also diese Dinger, wo quasi oben ein Bildschirm durch die Gegend fährt und mit dem man also sprechen kann und auf größere Entfernung auch mit anderen in Kontakt treten kann. Roboterpatent, man stellt Roboterspezialisten ein. Nachtigall, ich höre dir Trapseln. Beim nächsten großen Namen war es schon ein bisschen zu erwarten, dass da Robotik zumindest grundsätzlich interessant ist. Die Rede ist von Microsoft. Ja, genau.
Es war, glaube ich, 2007, da hat Bill Gates noch gesagt, Robotik wird das nächste große Ding. Das geht so richtig ab. Es gab da auch einen Robotics Development Kit oder sowas ähnliches. Also tatsächlich eine Softwareplattform, um Roboteranwendungen zu entwickeln auf Windows-Basis. Als dann aber Bill Gates 2008 das Unternehmen verlassen hat und sich mehr um seine Foundation gekümmert hat, ist das Ganze peu à peu eingeschlafen und dieses Robot Development Kit wurde, ich glaube, 2014 dann eingestellt. Und seitdem war es in Microsoft mit Robotik ziemlich duster. Was kommt jetzt? Naja, jetzt ist in der Zwischenzeit das Open Source Robotik Betriebssystem ROS, Robotic Operating System, rausgekommen, das sich wirklich nicht nur im universitären Bereich, sondern mittlerweile auch im professionellen Bereich ziemlich große Beliebtheit erfreut. Das allerdings war bis jetzt eine Katastrophe unter Windows zu implementieren. Die Community hat da zwar versucht, ein bisschen irgendwie Workarounds zu machen, aber so richtig gut ist das bis jetzt noch nicht gelaufen. Und man höre und staune, auf der ROSCON 2018 in Madrid im vergangenen Jahr hat Microsoft angekündigt, dass sie die ROS-Unterstützung in Windows 10 implementieren wollen. Und das soll noch Anfang 2019, sagen wir vielleicht mal das erste Quartal, tatsächlich stattfinden. Und dann sollen ROS 1 und ROS 2 unter Windows 10 nativ lauffähig sein. Ich denke, das könnte für den einen oder anderen eine wirkliche Erleichterung darstellen. Ein Grund für das Umdenken von Microsoft könnte unter anderem sein, dass auch die ihre Cloud in die Robotik oder die Robotik in die Cloud bringen wollen. Die Azure Cloud, Azure geschrieben, ich finde Azure viel schöner als Azure. Aber die nennen es alle Azure. Also auf jeden Fall wollen die tatsächlich versuchen, auch die Robotik in der Cloud zu integrieren. Und das geht natürlich im Prinzip, naja, dann am besten, wenn auch das Betriebssystem Robotik kann. Windows, wir kommen. Ein weiterer großer Name aus dem Bereich Hard- und Software, den ich auf meiner Liste habe, ist Nvidia, bekannt für seine Grafikkarten im High-End-Gaming-Bereich. Die haben eine Plattform, die nennt sich Jetson. Das sind im Prinzip kompakte Recheneinheiten, die für den Bereich künstliche Intelligenz und ähnliche Sachen speziell definiert und hergestellt sind. Es gibt da jetzt auf dieser Jetson-Plattform ein neues Modul, das nennt sich AGX Xavier. Und naja, das hat erstaunliche Rechenleistungsdaten, zumindest auf dem Papier. Und es soll Robotern, speziell Robotern, die Möglichkeit schaffen, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, also sehr viele Sensorsignale parallel zu verarbeiten, sich in der Umgebung zurechtzufinden und dann auch entsprechend nach außen hin wieder zu agieren. Wie macht dieses Modul Xavier das Ganze? Ja, es beinhaltet 6 separate Recheneinheiten für Vision, Video und Image, also 3 im Prinzip. Bildverarbeitungseinheiten im weitesten Sinne. Dazu kommt noch eine Dual Deep Learning Recheneinheit, die speziell auf diese Deep Learning Algorithmen zugeschnitten ist. Es gibt eine klassische ARM 64 CPU mit 8 Kernen als Hauptprozessor, wenn man so will. Und es gibt eine Grafik-CPU, die aber natürlich nicht für Gaming-Grafikausgabe gedacht ist, aber deren Rechenpower genutzt werden kann im Floating-Point-Bereich mit 512 Rechenkernen. Das Gerät hat damit im Prinzip eine um 20 mal höhere Leistung als der Vorgänger, ist dabei 10 mal energieeffizienter und soll 32 TOPS, also Teraops, für den Bereich Deep Learning bereithalten. Das ist eine sehr spezielle Maßeinheit, die den FLOPS ein bisschen entspricht, aber speziell für dieses Deep Learning gedacht ist. Das ist eine faszinierende Menge an Rechenleistung. Ich bin gespannt, welche Firmen da auf den Zug aufspringen, sich dieses Modul nehmen und das Ganze in ihre Roboter einbauen. Zu guter Letzt darf man auch die Chinesen nicht vergessen. Es gibt das Unternehmen Ubitech. Die sind eigentlich bekannt für Roboter-Spielzeug. Die haben vor einem Jahr auf der Consumer Electronics Show 2018 einen zweibeinigen Roboter vorgestellt, der sich Walker nannte, aber das war auch nicht viel mehr als ein Walker, also ein Zweibein. In diesem Jahr auf der CES, die gerade im Moment jetzt mehr oder weniger letzte Woche stattgefunden hat, wurde ein Modell vorgestellt, ein erweitertes, erneutes Modell von Walker, das ein kompletter humanoider Roboter war. Tatsächlich mit Armen, mit Beinen, wirklich stabil laufend. Und sie sagen, das soll ein echter Haushaltshelfer werden, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Wie realistisch das ist, ist eine interessante Frage. Aber dass das Ganze in absehbarer Zeit auf den Markt kommt, wenn die Chinesen damit jetzt schon auf eine Consumer-Show gehen, ist zu erwarten. Auch das sollte man im Auge behalten, weil auch von solchen, ich sag mal, ein bisschen spielerisch wirkenden Haushaltsrobotern irgendwann definitiv auch ein Spin-off in den B2B-Bereich kommt und dann wird es auch für uns interessant. Tja, das war's mit den Neuheiten,
die ich fürs Jahr 2019 sehe, mit den überraschenden Firmen, die wir im Auge behalten sollten. Wir werden in Zukunft natürlich auch alle anderen Firmen im Auge behalten, die klassisch Roboter herstellen. Wenn Sie genau dieses Thema interessiert, dann lassen Sie uns ein Abo da. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich auch über ein Like. Das war's schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.